Willkommen zurück nach einer kurzen Urlaubspause hier zu unserer F1 24 Audi-Karriere. Wir sind hier nach der Sommerpause beim Dutch GP in den Niederlanden. Sandford steht an und ich habe hier tatsächlich keine großen Erwartungen, denn es ist ähnlich wie Ungarn und Spanien. Das ist einfach eine Strecke, wo du nicht gerade glänzen kannst. Mit einem, sagen wir mal, Hinterbänker-Team. Also tatsächlich, auch hier hatten natürlich nur zum Vergleich Haas und viele andere Teams auch ähnliche Probleme. 4,2 Kilometer, 14 Kurven, 2 DRS-Zonen und tatsächlich eine sehr, sehr speedlastige und vor allem auch sehr, sehr schnelle Strecke. Ich gehe mal rein ins Qualifying, mein erster bzw. mein einziger Run, weil der zweite sich keine Verbesserung gebracht hat. Sprich, also gehen wir hier mal rein. Max Verstappen liegt hier natürlich sinnbildlich die schnellste Zeit vor. Abonniert gern kostenlos den Channel. Falls ihr nicht habt, würde ich mich auch gerne über den Daumen hier oben freuen und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei. Gerade zweiteres. TikTok ist wirklich aktuell echt wieder meine absolute Lieblings-App, also schaut da unbedingt vorbei. Wir gehen hier mal mitten durch den ersten Sektor durch und kommen auch hier natürlich an unsere Grenzen. Das Auto ist zwar gut, aber ich fahre natürlich mit TSC Mittel, Selbstbremsen und mit KI-Stufe 97 und dann ist es hier natürlich auch etwas schwieriger, sich, sagen wir mal, in den Top 10 zu qualifizieren. Jetzt geht es hier rein, ganz eng die Kurve nehmen, ja, leichter Quersteher, das kostet mindestens ein, zwei Zehntel. Das ist natürlich jetzt nicht optimal gelaufen. Jetzt geht es hier in den letzten Sektor rein, beziehungsweise hier noch einmal das DRS aktivieren und wir springen hier in die letzte Sektion rein. Diese Kieskurve, ja, leicht gerutscht, weil ich ein bisschen zu weit über den Körper drüber gerattert bin, doch der Exit hier ist wichtig und den habe ich auch halbwegs gut hinbekommen. Es geht hier in die letzte Kurve, wobei es ja vor der letzten Kurve hier schon die DRS-Aktivierung gibt, sprich also, du musst dir wirklich keine Gedanken machen. In der letzten Steilkurve geht es jetzt hier Richtung Start und Ziellinie und das ist eine 1.11.3, was zugegebenermaßen Start. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Charles Leclerc steht auf P2. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Oscar Piastri, Hamilton, Russell, Sainz, Norris, Perez, Fernando Alonso, Gasly, Albon, Ricciardo, Tsunoda, Stroll, Ocon, Magnussen, Hülkenberg, Bottas, Sargent, der Professor, Joe und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das bringt uns halt tatsächlich dann nur auf den 20. Platz. Es ist jetzt nicht gerade die beste Leistung gewesen, aber ja, shit happens. Wir müssen das im Rennen dann halt ein bisschen ausbügeln oder hoffentlich halt ein bisschen nach vorne. Möchte ich schon, dass es geht. Von Rot auf Gelb und das 25 Runden, das könnte eine sehr interessante Strategie werden. Während wir hier jetzt in der Startaufstellung sehen, Starting Grid, Lights Out und Let's Go. Der Start war grottenschlecht, Leute. Wir kommen hier gar nicht vom Fleck weg. Guan Yu Zhou zieht hier direkt an uns vorbei und wir verlieren den einzigen Platz, den wir hier noch haben. Aber auch Chano hat hier ähnliche Probleme. In Turn 1 können wir uns hier kaum irgendwie vom Fleck bewegen. Es ist wieder der 19. Platz. Während wir hier, ja doch, den Haas können wir hier ein bisschen. Probieren wir es hier außen. Die langgezogene Kurve, aber das funktioniert halt gar nicht. Hier setzen wir uns dann neben den Haas und können wir ihn endlich bezwingen. Ja, endlich sind wir mal an Nico Hülkenberg vorbei. Und können uns hier auf die Konkurrenz konzentrieren. Valtteri Bottas und Esteban Ocon und Hülkenberg, der gibt nicht auf, Leute. Können wir hier reinhalten? Ja, das probieren wir. Da gibt es eine leichte Berührung. Aber es war nur Esteban Ocon, den mag ich keiner. Nein, Spaß, das war natürlich jetzt nicht gerade optimal. Aber ich kann jetzt da auch nicht bei jedem Overtake so die Perfektion machen. Es ist ähnlich wie Monaco, muss ich hier echt Sandford vergleichen. Man kann hier wirklich sehr, sehr schwierig überholen. Das war mir doch klar, als ich vom 19. gestartet bin. Mit einer Divebomb kommen wir hier nicht an Bottas vorbei. Der Mann ist von der alten Schule, der kennt sich hier aus tatsächlich und aus der Kurve raus. Es ist eine Herumgerutsche, wir gucken jetzt mal die Start-Replay an. Doch auch die war nicht unbedingt vielversprechend, während wir hier Verstappen sehen, der hier wirklich einen makellosen Start hatte. Im Gegensatz zu dem Ferrari und dem McLaren, der hier da daneben gestartet ist. Und da macht uns tatsächlich, ich glaube, das war Bottas, haut uns da die Tür regelrecht zu. Das war nicht gerade perfekt gelöst hier, es war gut positioniert, aber hätte natürlich besser laufen können. Da probiere ich es auf der Außenbahn, ja, weil ich natürlich Nico ein bisschen Platz lassen muss und wir können uns dann immerhin gegen Hülkenberg hier quasi durchsetzen. Aber schön ist anders. Wir gucken uns das Ganze hier mal an und da
geht's in diese Haarnadelkurve. Ja, und da kannst du halt auch wirklich wenig machen. Also ich wollte hier reinstechen, aber ja, Valtteri, der ist halt wirklich ein alter Fuchs, der kennt sich da zu gut aus. Wir sind am Bottas mittlerweile vorbei. Das ging am Ende von Start und Ziel und jetzt kleben wir hier an Yuki Tsunoda dran. Der Japaner hier tatsächlich verdammt schnell. Also die Konkurrenz, gerade hier merke ich es auf so Strecken, wo du wirklich viel Downforce brauchst, ist es halt wirklich ganz, ganz schwierig. Ich kann mich hier noch im DRS halten von dem Racing Bull, aber ich merke halt auch schon wirklich, dass eher nach hinten der Weg heute führen wird und nicht nach vorne. 6 Plätze bzw. 5 Plätze konnte ich aufholen. Also das ist wirklich auch nicht die Welt. Und Zandvoort ist halt wirklich hinterherfahren, viel Traktion, aber wenn du halt hinterherfährst, während die Reifen heiß, du rutscht herum und das Ganze ist halt natürlich so eine Endlosspirale. Wir springen hier in die 4. Runde, da ist immer noch Yuki Tsunoda vor mir und auch immer noch Kevin Magnussen. Das ist heute wirklich ein sehr intensives Rennen. Du musst halt wirklich Fokus, aber darfst halt auch wirklich hier kaum dir Fehler erlauben, denn sonst verlierst du den Anschluss und dann ist es auch vorbei. Hier ein leichter Rutschen, wir sind schon in 9 Zehntel und ich muss jetzt schon wieder hoffen, dass ich das Ganze noch rausgehen kann bis zur Start- und Ziel-DRS-Linie, dass wir da noch an den Jungs dran sind. Dennoch Bottas drückt von hinten ordentlich an und dieser Rutsche hier, der kann halt wirklich diese paar Tausendstel, die hier wirklich ja zählen, die können hier halt maßgeblich dafür verantwortlich sein, dass du dann ewig auf diesen 16. Platz herumgurkst und nicht mehr nach vorne kommst. Apropos herumgurken, mein Teamkollege, der ist auch weit abgeschlagen auf ja, dem letzten Platz, aber Chan und den darf ich das auch nicht irgendwie übel nehmen, denn er ist halt wirklich auch hier ein blutiger Anfänger. Wir gehen hier in die letzte Kurve rein, bekommen glücklicherweise das DRS zur Unterstützung. Es wird nicht reichen, um Yuki irgendwie nur ja, zu überholen oder überholen zu versuchen, aber es reicht halt mal um gegen Valtteri Bottas. Schnell ist denn der Scheiß sauber, bitte. Das ist ja crazy, Mann. Wie verdammt schnell ist dieser sauber? Der hat hier 4 Zehntel aufgeholt auf der Geraden. Aber auch ich konnte mich hier im 7-Zehntel-Fenster glücklicherweise gegen Yuki halten, der aber auch ja, sichtlich von Magnussen aufgehalten wird. Es sind noch 20 Runden zu gehen und es ist halt wirklich auch so ein mühsames Unterfangen. Natürlich, ich würde es feiern, wenn du vorne wegfährst. Ähnlich wie Verstappen, guck dich mal den Abstand an, den der Breda hat. Das ist crazy. Aber ich kann das leider nicht von mir sagen oder vor meinem Auto sagen, dass das crazy ist. Es ist halt wirklich crazy, wie schlecht das heute alles hier ja, zusammen sich zieht. Wir kommen hier kaum vom Fleck. Ich kann mich zwar immer wieder im DRS-Fenster hier halten, was für mich echt schon eine Überraschung ist. Gerade 5 Runden lang, wenn wir auf die letzte Reihe angeguckt haben, die waren auch wirklich heartbreaking. Guckt gerne oben rechts vorbei, da ist natürlich die Playlist drin. Das war ein guter Exit, aber es reicht hier nicht. Wir springen in die 7. Runde und jetzt kommt der erste Versuch von Valtteri Bottas. Kann er uns hier irgendwie schlagen? Das ist natürlich ganz mies, dass der hier jetzt gegen uns kämpft. Wir kommen hier glücklicherweise aus der ersten Kurve raus, schlagen ihm hier die Tür zu und bleiben vorerst mal auf P16. Aber das, wir haben jetzt dazu natürlich den Anschluss so ein bisschen an die Jungs da vorne verloren. Es sind 4 Zehntel und das wird wirklich ganz, ganz schwierig werden, die aufzuholen. Jetzt gehen wir hier in die Replay mal rein. 2. Runde, da sehen wir das Ganze. Ja, immer wieder habe ich es geschafft, bis zur 7. Runde hier im DRS-Fenster der beiden Jungs zu bleiben. Aber es ist halt dann wirklich eine ganz, ganz schwere Sache, wenn du genau abgedrängt wirst. 9. Runde sind wir mittlerweile. Die Reifen sind natürlich alles andere als optimal. Und ihr seht es auch am Vorsprung. Ich habe den Anschluss komplett verloren. Wir haben hier hinter uns ein paar Jungs, die wirklich, glaube ich, noch schneller könnten. Aber vielleicht auch natürlich nur durch den DRS zu verdanken. Aber es ist natürlich auch trotzdem, das Auto ist halt gerade auf dieser Strecke, das ja ist nicht gerade das Beste, wirklich. Wir sind in der 9. Runde, Leute. Es geht hier in diese Schotterkurve rein. 3,6 Sekunden Rückstand. Ja, Yuki da vorne, der battelt sich natürlich mit Kevin Magnussen. Wir gehen hier in die schnelle Kurve und da ist eine gelbe Flagge. Hinter uns tatsächlich, das ist hier ein... Ist das Nico Hülkenberg? Karma. Er musste retiren, Leute. Nein, Spaß, natürlich kein Karma. Aber das ist wirklich Karma. Nein, kennt ihr diesen Spruch von Fernando Alonso damals so? Where is Palmer? Und ja, da hat man halt gesagt, dass er nur eine 5-Sekunden-Strafe bekommen hat. Sagt er also, das ist ja wirklich
Ja, wie sagt er? Ich glaube, das ist unbelievable, sagt er. Es ist so unglaublich, dass er nur so eine lächerliche Strafe bekommt. Hier geht's wieder in die erste Kurve rein. Wieder Wheel-to-Wheel gegen Valtteri Bottas, während ich jetzt hier natürlich die Story zu Ende erzählen möchte. Ja, da sagt er, das ist natürlich eine Frechheit, dass der nur 5 Sekunden bekommen hat. Dann hat er später halt nochmal gefragt, wo Palma ist. Und dann sagt er, ja, der muss halt retiren. Und er so, Karma. In seinem spanischen Englisch. 11. Runde mittlerweile, Leute. Ich glaube, wir können bald an die Box gehen. Der linke Vorderreifen. Ja, wird nicht mehr lange durchhalten. 50% und ich glaube natürlich auch mit jeder Runde, die es jetzt hier mehr Belastung drauf gibt, werden auch die Prozente schneller drauf kommen. Hinter mir hat sich ein Zug gebildet, eben auch, weil da wirklich permanente Angriffe von Valtteri Bottas kommen. Juke Magnussen, die beiden, die können auch nicht aneinander vorbei, aber die konnten sich da wirklich unnormal absetzen. Ich glaube, der Haas ist da wirklich verdammt schnell. Wir gehen an die Box rein, 11. Runde. Ich mache hier diesen Notzug hier. Ich hoffe natürlich, dass die Pit Crew das nicht verkackt, Leute. Ich meine, heute gibt es eigentlich nichts zum Verkacken, aber gehen wir mal rein. Hoffentlich wird das funktionieren und ja, war gut. 2,4 Sekunden. Bei einem Rennen, wo es wirklich um nichts geht, mehr gefühlt, machen die so einen guten Job und dann kommt es halt wirklich auf so Rennen wie gestern oder vor, aber halt wie die letzten beiden Rennen, dann ja, wo es wirklich um Sekunden oder vielleicht sogar noch weniger geht und dann ja hauen sie dir dann einen Schnitzer nach dem anderen rein. Das ist tatsächlich blöd. Also heute hätten sie gerne einen Schnitzer machen können, also da ist jetzt eh nicht mehr viel drinnen, aber vielleicht können wir doch noch gegen Nico Hülkenberg und gegen Kevin Magnussen und gegen Yuki Tsunoda was ausrichten. Eventuell kommt ja auch noch ein Safety Car oder Red Flag oder irgendwas. Das wäre natürlich das Optimum, weil jetzt hat sich das so ein bisschen festgefahren, während wir hier jetzt wieder an Logan Sargeant und an Esteban Ocon vorbeigehen. Wir übernehmen also hier wieder den 16. Platz, Bottas jetzt ein bisschen weiter hinten, aber es hat sich halt wirklich auch kaum was getan. Ja, minimal konnten wir aufholen, Yuki ist an Magnussen vorbei, der wird jetzt glaube ich auch ein bisschen davon ziehen können, weil Yuki dann doch um einiges schneller war als der Magnussen. Wir sind hier auf den gelben Reifen und ich wusste halt wirklich auch schon von Beginn an, dass das kein einfaches Rennen werden wird. Von Rot auf Gelb und das sind 25 Runden. Und ich glaube auch wirklich, dass das mit dem gelben Reifen am Ende des Rennens ziemlich eng werden wird. Wir gehen hier aus der letzten Kurve raus und das ist Valtteri Bottas, der sich hier mittelmäßig dran saugt. Da gibt es einmal den Crossover, aber es hat gerade noch so gereicht mit einem Late Move hier. Ebenfalls aus der letzten Kurve raus in Runde Nummer 9 saugt er sich hier dran. Wir probieren hier einmal vorbeizugehen. Es hat ganz gut geklappt und ja, das war wirklich asozial hier von mir. Aber es ist, Waving ist halt wirklich und ebenfalls aus der letzten Kurve raus hier. Und ihr seht halt hier wirklich meine pure Verzweiflung. Ich probiere ihn da so ein bisschen abzudrängen, aber Richtung Turn 1 ist dann wirklich... Runde Nummer 17, wir konnten uns ein bisschen Luft verschaffen gegen Yuki Tsunoda und Logan Sargeant, gegen Guan Yu Zhou und Logan Sargeant. Ja, auch der Abstand zu den Jungs da vor mir ist quasi immer gleich geblieben. Also seit der Box sind es um die 6 Sekunden, aber es ist halt wirklich unbeschreiblich, dass wir hier kaum vom Fleck kommen. Es war natürlich einerseits das Qualifying, das hier wirklich wertvolle Positionen und Zeit kostete, aber auch generell hier dieses Rennen, es ist schwierig. Wir kommen hier nicht vom Fleck weg. Ähnlich geht es auch Chano, der ist auch weit hinten abgeschlagen von den Sauberjungs. Also da fehlt wirklich noch einiges. Wir springen in die 20. Runde. Auf jeden Fall eins zu sehen ist, den linken Vorderreifen, den geht es nicht mehr so gut. 2,8 Sekunden, Yuki Tsunoda, Guan Yu Zhou, der hier noch immer noch hinter uns herumfährt. Ich glaube auch Ricardo hat ein leichtes Problem. Denn er ist die ganze Zeit wirklich um die 6 Sekunden vor. Wir konnten sogar ein bisschen was aufholen. Wobei Alonso hier wirklich fett davon fährt. Überrascht mich auch, dass der gerade in F1 24, wo der erst noch gefühlt die Form von 2023 hat, nur auf P14 herumcruist. Das ist dann wirklich eine riesen Überraschung. Also 3,2 Sekunden ist Guan Yu Zhou jetzt hinter uns. Das schaut eigentlich alles okay aus. Es ist natürlich ein bisschen enttäuschend, wenn du nimmst so P16. Aber wir sind auch vom vorletzten Platz, glaube ich, gestartet. Also da muss man dann auch wieder Abstriche machen, dass das dann quasi okay noch ist. 6,3 Sekunden. Wir sind noch 5 Runden hier, sind es noch zu gehen. Mal schauen, vielleicht wird es reichen, um das Ganze hier tatsächlich
heute zu Ende zu bringen. Wir springen nicht weiter, mal vorerst 6,6 Sekunden. Ja, Ricardo ist gleich geblieben, Logan ist an Bottas vorbeigegangen. Also da hinten geht es auch drunter und drüber, meine Reifen sind schon ein bisschen durch. Also auch wieder der linke Vorderreifen, da sind die Belastungen enorm. Natürlich auch diese langgezogenen Rechtskurven und schnellen Rechtsknick und so weiter. Ist es halt wirklich ganz, ganz schwierig, den Reifen hier lang am Leben zu halten. 40% vorne links. Ricardo, glaube ich, hat sich so ein bisschen eingegroovt, hat aber auch hier kaum sich mehr absetzen können. Also auch der weiße Reifen war auch zuerst meine Überlegung, aber ich sehe halt hier, das wäre noch schlimmer gegangen mit dem weißen Reifen. 4 Sekunden ist Bottas jetzt hinter uns und jetzt beginnt diese große Rutscherei. Und ja, Sargent kommt immer näher. Oscar Piastri gewinnt den Grand Prix und wir sind nicht mal noch im dritten Sektor. Alle gehen hier mal über die Ziellinie und dann heißt es lange warten auf uns, weil ja, Fernando Alonso schon allein 12 Sekunden vor uns ist. Das heutige Rennen war halt tatsächlich eher geprägt davon mit dem ja, Rückwärtstrend. Das ist dann tatsächlich ja, blöd gelaufen. Ich freue mich dennoch, dass wir das Ganze hier beendet haben. 16. Platz ist es geworden. Man kann nicht immer gewinnen, man kann nicht in jedem Rennen punkten. Das ist natürlich das heutige Fazit. Aber ja, ich bin dennoch zufrieden. Ich meine, es hätte schlimmer kommen können. P16, wir haben hier ein paar Plätze gut gemacht. Aber ja, an und für sich war es ein sehr einsames Rennen, muss ich sagen. Ich hoffe, euch hat es dennoch gefallen. Hier der Einblick, dass es hier dann doch nicht immer perfekte Rennen gibt. Oder dann doch nicht immer sauschnelle, gute Rennen sind. Verbeugt sich vor Oscar Piastri. Was für eine Leistung, was für ein Sieg. Das war ein harter Arbeitstag für alle, aber der Umgang mit diesen unbeständigen Bedingungen heute war wirklich beeindruckend. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg! Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung. Hier haben wir also Doppel McLaren und ein Charles Leclerc. Es sind keine Punkte leider geworden. P20 für Chano, aber nur weil Esteban Ocon einen Defekt hatte und Nico Hülkenberg ein DNF hatte. Tatsächlich. 34 Sekunden ist halt wirklich eine riesen Hausnummer. In der Weltmeisterschaft hat sich nicht viel getan, glücklicherweise auch nicht in der Konstrukteurs-WM, denn da will ich wirklich den 5. Platz festhalten. Und ich hoffe, ihr folgt mir gerne hier weiter auf meine Tour, denn ich bin wirklich sehr gespannt, wie es dann weitergehen wird. Ich hoffe natürlich, dass wir morgen schon wieder angreifen können. Morgen steht dann Imola an. Ah, Monza natürlich, nicht Imola. Monza, ja, mein Rivale hier, Sergio Perez. Das kann ich halt gar nicht verstehen, warum ich den bekommen habe. Aber die anderen waren noch schlimmer. Mit Verstappen und ich glaube Leclerc oder so. Oder keine Ahnung, das ist wirklich ganz, ganz, ganz dumm gelaufen hier. Chassis sind wir weit abgeschlagen, aber auch viele andere, ja, Teilobjekte hier. Ich freue mich dennoch. Hoffentlich seid ihr morgen und übermorgen wieder hier auf YouTube dabei. Schaut auch gerne später noch TikTok vorbei. Viele News, alles rund um die Formel 1 und natürlich, was die Jungs in der Sommerpause machen. Guckt gerne vorbei. Bis zum nächsten Mal morgen oder später und ciao.